Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas mit verdammt, wie heiße ich denn nochmal? Ich glaube, ich heiße Rudolf. Mit mir, dem Rudolf. Gut, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, die ganzen Catalina-Missionen gemacht. Haben die alle abgefrühstückt und Mann, ist das eine gefolgte Hexe. Ich bin froh, dass sie tot ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier ist sie tatsächlich ein bisschen schlimmer als in GTA 3. Und das ist schon ziemlich schwer. Ja, na gut. Machen wir die Mission? Wobei, wir haben gar... Nein, wir haben tatsächlich keine andere Wahl als die Mission. Ja, okay, dann machen wir die. Uzimu. Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Den Typen? Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Families. Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Wootsie Moo. But my friends call me Wootsie. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Something real strange about that dude. Be careful, CJ. For sure. Ja. Im Hintergrund habe ich es richtig gesehen. Das war Claude Speed, der hier im Rennen mitmacht. Ich möchte ehrlich gesagt wissen, ist er das? Alles wie auseinander. Ich höre es nur rechts. Ja. Sorry, aber ich muss alles auf beiden Ohren hören. Das Lied war so geil. Wie ist denn die Band nochmal hier, die das singt? Ich glaube, sie ist Deepish Mode. Ziemlich geiles Lied. Ich erinnere mich an die Stelle. Die ist mir wohl bekannt durch einige kleine, ja, Patzer. Sag ich mal. Ich weiß, mein Skill ist eigentlich vermeintlich unendlich. Ah, nein. Auch er hat Grenzen. Der Skill. Es ist ein R. So. Okay, das war ein bisschen krass abgebremst. Ja, die Rampe zu nehmen ist nicht so klug, weil dann kann man sich ganz schnell mal auf das Dach legen. So, schön mal hier durch die Kantdurchsalten ein bisschen hier, also nicht auf diesen Landstraßen, sondern tatsächlich auf diesen... Ja, ich zeig mal Dirt Tracks. Macht schon Spaß. Keine ausgereifte Fahrphysik, aber also die einem schon ein bisschen Spaß bereitet. Vor allem für damalige Verhältnisse. So, nochmal zurück. Ey, hat er gecheatet? Hat abgekürzt. Ja, wahrscheinlich ist er einfach nur runtergefallen und muss jetzt nochmal hochfahren, um den Checkpoint zu kriegen. Und das bin ich sehr, sehr böse. Wobei, ich gewinne ja eh. Ich
werde jetzt wahrscheinlich verlieren, weil ich das gesagt habe. Ja. Vielleicht ist es nicht. Hier bei der Stelle sollte man auch aufpassen, weil hier kippt man auch ganz schnell mal um. Und jetzt Hauptsache nach Hause retten. 5000. Jawohl. Das ist doch gut. Good days pay for a good day's work. Ooh, yeah. You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason, the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Yeah, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Jawohl. Na, eigentlich können wir sofort die nächste Mission machen. Wir sammeln ziemlich schnell Kohle. Aber ja, ich bin auch gut. Ich habe gerade das Geräusch von Pinspray gehört, wenn man einen umlackiert. Einen Wagen. Warum? Warum? Galileo Mystery ermittelt. Froschmalz. Farewell, my love. Und das wird unser alter Kollege. Und die Hexe. Big! What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love wait. You! And hey, when I say that wait, I miss Catalina, you! Wait! Leave my car alone! I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions holed up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me, huh? Nah, I could take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Der Arme. Crazy bitch. So, da ist mir irgendwie das Mikrofon weggegangen. Ich weiß auch nicht warum, aber jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Moment. Ja, er nimmt auf. Okay, ich hoffe meine Stimme auch noch auf. Kann sein, dass ich das kam, weil ich gegen mein Mikrofon gestoßen bin. Ich glaube, das Rennen ist ein bisschen schwieriger. Ja, feiner Drift und ist alles im Lot. So. Schön die Abkürzung nehmen. Boah, die driften auch so geil, die Fahrzeuge. Lieb ich, ja. No, keiner in Sicht, weit und breit nicht. Dann ist ein Ende im Schicht. Ich sollte eigentlich Schacht sagen, aber Schicht reimt sich. Ja, so ist das. So,
hier muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, denn dann kann man mal leicht hier über die Klippe fahren. Und dann ist Ende im Gelände, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aber diese kleinen Hubbel sind auch echt tödlich, ey. Da landet man ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen. Das ist aber für ein komischer Radiosender, ja. Okay. Da war ich kurz ein bisschen verwirrt, aber jetzt geht's weiter. Konzentriertes Fahren hier in der Nähe des Wassers. Ich will nämlich jetzt nicht, dass das hier ja ins Wasser geht. Ja, kleiner Wortwitz. Weil dann kann ich schön das Rennen von neu machen, und das ist dann ziemlich blöd. Also ich vermute mal, wegen der Cutscene in der letzten Mission, vermute ich, dass wir diesen Wagen auch gewonnen haben, aber dann müssen wir ihn auch ja theoretisch speichern können. Aber wir haben ja keine Garage, wo wir das eigentlich tun könnten. Das ist natürlich scheiße. Ah, Carl. Juke had the unfair advantage. Was für ein? Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Das Krasse ist, dass in GTA San Andreas ja im Jahre 1992 spielt. Sorry, da habe ich ein kleines Rübserchen. Und GTA 3 im Jahre 2001. Das heißt, wir sind schon seit neun Jahre zusammen gewesen. Bis Groot erkannte, dass sie eine kleine Bitch ist. Das muss hart gewesen sein. So, ach, okay, das ist in die Richtung. Dann will ich doch mal einen Speicher fahren. Aber eigentlich interessiert mich mal Karte. Hier war immer so ein Haus, was ich immer haben wollte. Ach, fick dich doch. Don't you?